Also der demografische Wandel grundsätzlich trifft auch für Taucher zu, das ist klar. Wir haben auch einen Taucher zu verzeichnen, dass die Bevölkerung im Durchschnitt älter wird. Aber was besonders für Taucher ist, sicher für die unmittelbare Region Leipzig in gleichermaßen, ist, dass wir keinen Einwohnerrückgang haben und dass bei uns der durchschnittlicher Altersanstieg wesentlich geringer ausfällt, weil doch auch zunehmend Familien mit Kindern immer wieder nach Taucher ziehen. Taucher ist eben nach wie vor ein attraktiver Wohnstandort hier in der Region. Für Taucher muss man erstmal feststellen, dass wir insgesamt eine sehr vernünftige Infrastruktur haben, die für den Bodenstandort wichtig sind. Das ist also insbesondere Schulen, Kindereinrichtungen und all diese Dinge. Und insofern ist also die Nachfrage in Taucher nach Wohnraum nach wie vor ungebrochen hoch, sodass wir also auch jetzt in der Situation sind, da wir keine Einfamilienhausgrundstücke mehr anbieten konnten, ein neues Baugebiet zu aktivieren. Das ist also das Baugebiet am Park, wo es auch eine enorme Nachfrage gibt. Darüber hinaus haben wir ja einige private Investitionen in der Stadt Taucher, die sich also auch darauf richten, attraktiven Wohnraum zu schaffen. Und ich denke, dass da die Stadt Taucher insgesamt auch in der Region eine wichtige Funktion übernimmt, da natürlich, wenn ich ein Wirtschaftswachstum haben will, wenn ich Fachkräfte in die Region haben will, dann muss ich auch adäquaten Wohnraum bieten mit einer entsprechend adäquaten Infrastruktur. Und ich denke, da kann Taucher für die Region Leipzig doch einen guten Beitrag leisten. Wie sich die Planungen im Bereich Bahnhofsumfeld einschließlich der Unterführung Porditzer Straße gestalten werden, ist zurzeit für uns nicht ganz erkennbar, da uns die Deutsche Bahn mitgeteilt hat, dass aufgrund der enormen Kostensteigerungen, die zu erwarten waren, nochmal grundsätzlich neu gedacht wird. Das ist uns im letzten Jahr im August mitgeteilt worden. Wir haben bis dato keine neueren Informationen, in welche Richtung die Planungsüberlegungen gehen. Hat aber für uns insgesamt große Bedeutung, da in der Finanzplanung natürlich der kommunale Anteil an der Finanzierung wichtige Mittel binden und wir im Endeffekt ganz dringend darauf angewiesen sind, zu wissen, ob wir nun 2014, 2015 oder 2016 dafür Mittel einplanen müssen. Wir sind Träger der Mittelschule. Wir engagieren uns da natürlich sehr dafür, dass die Erweiterung der Mittelschule vonstatten gehen kann. Das ist eine wichtige Maßnahme, um im Endeffekt für eine dreizügige Mittelschule, so wie es also auch aus der Schulnetzplanung sich ergibt, hier entsprechende optimale Voraussetzungen geschaffen werden können. Und insofern bin ich eigentlich optimistisch, dass wir von unserer Seite aus, was Planung etc. betrifft, das alles hinbekommen. Und es wird also ganz wichtig sein, dass es uns gelingt, dafür die Fördermittel vom Freistaat zu generieren, weil alleine aus dem Stadtsäckel das zu finanzieren, wird sehr schwierig werden. Ja, in den Medien wird ja derzeit sehr viel darüber berichtet. Das Problem besteht eben aber darin, dass eigentlich die Verfahren derzeit nicht weitergehen. Und im Rahmen der Verfahren muss endgültig geklärt werden, welche Varianten oder welche Variante die günstigste ist. Politisch und wenn man sich also mit den Vertretern hier im Landkreis und auch den politischen Vertretern unterhält, ist eigentlich die Querung der Partenaue nicht akzeptiert. Es wird eine der Nordvarianten präferiert. Allerdings wissen wir, dass nach wie vor das Landesamt für Straßenbau und Verkehr eine Südvariante präferiert. Und es wird derzeit da sehr viel diskutiert und dementiert und wieder in die eine oder andere Richtung gesprochen. Es wäre viel wichtiger und richtiger, die Verfahren ordnungsgemäß aufzunehmen und im Rahmen der Verfahren die optimale Variante zu klären.
Ich hoffe, dass es früher als in 10 Jahren realisiert wird, weil eine wesentliche Voraussetzung, denke ich mal, ist dadurch gegeben, dass zunehmend politisch und auch unter der Bevölkerung eine Variante sich als Vorzugsvariante herausbildet. Und wenn die sich dann auch im Rahmen der Verfahren als machbare Variante, als finanzierbare Variante herausstellt, dann soll das eigentlich relativ schnell gehen. Wenn gegen den Bürgerwillen hier entschieden wird, wie gegebenenfalls schon vorentschieden wurde, dann denke ich, wird es ganz schwierig werden. Dann werden wir uns irgendwo in Rechtsstreiten wiederfinden und dann sehe ich nicht mal 10 Jahre als realistischen Zeitraum an. Taucher ist schon bekannt, dass hier relativ viel gefeiert wird und die Stadt versucht natürlich, das auch alles immer wieder zu unterstützen. In Taucher natürlich sehr direkt, auch durch eine finanzielle Zuwendung bei den Veranstaltungen wie Maultrommelfestival oder das Pavau, das stattfindet einfach dadurch, dass wir versuchen, vernünftige und günstige Rahmenbedingungen zu schaffen, auch bestimmte Areale eben kostenfrei zur Verfügung zu stellen für solche Feste. Und auch logistische Unterstützung leisten, in der Hoffnung, dass im Endeffekt damit eine entsprechende Attraktivität da ist und einfach auch der Standort Taucher über die Grenzen von Taucher hinaus bekannter wird und einfach auch Interesse für uns geweckt wird. Zu den Auswirkungen der Polizeireform kann man derzeitig relativ noch sehr wenig sagen. Ich denke, die Dinge müssen sich als allererst mal irgendwo zusammenfügen, müssen sich richten. Hier müssen wieder bestimmte Strukturen auf den Arbeitsebenen geschaffen werden, sodass man also auch wieder zwischen Polizei und kommunaler Ebene intensiv zusammenarbeitet. Da sind wir derzeitig dabei, uns abzustimmen. Wird es also entsprechende Termine geben. Man wird es sehen müssen, wie im Endeffekt auf bestimmte Ereignisse, bestimmte Erscheinungen zukünftig reagiert werden kann und wie weit also die Polizeipräsenz sich letztendlich auch für Taucher entwickelt. Ich bin da nicht ganz pessimistisch, aber es wird natürlich Problemstellungen und Einschränkungen sicher geben. Die Frage stellt sich ja jetzt, wie wird sich das verändern zu der Situation, die wir mit Eilenburg hatten. Das war ja schon eine ganz andere Situation, als wir noch in Taucher selber hier ein Polizeirevier vor Ort hatten mit 40, 50 Polizeibeamten, die also in Taucher Dienst getan haben. Ja, insofern die wesentlichen Problemstellungen da sind natürlich in der Vergangenheit schon aufgetreten und man kann nur hoffen, dass im Prinzip jetzt mit dem Wechsel zum Polizeirevier Nord und dem ganz anderen Einzugsgebiet, der dort ist, mit ganz anderen Schwerpunkten als gegebenenfalls die Stadt Taucher, wie sich das dann dort entwickelt. Ja. Beim Polizeirevier Eilenburg, zumindest nach den Zahlen, die da verkündet worden sind, war ungefähr ein Drittel Kriminalität, Einsatz etc. in Taucher. Bei dem Polizeirevier Nord werden wir natürlich prozentual überhaupt keinen Schwerpunkt mehr darstellen. Und das wird natürlich von dem Bürger ganz anders wahrgenommen, logischerweise. Also ich wünsche natürlich den Bürgern das, was man sich untereinander allgemein wünscht, Gesundheit, Glück und Zufriedenheit für das Jahr 2013, dass möglichst viele Wünsche, die man so für das Jahr hat, auch in Erfüllung gehen und dass wir alle möglichst von größeren Schicksalsschlägen verschont sein werden. Ich hoffe, dass wir ein gutes und erfolgreiches Jahr 2013 gemeinsam erleben werden. Dankeschön.